Moin Leute, willkommen wieder beim neuen Video. Heute geht's eigentlich los mit dem Turbo-Umbau. Was ich genau heute machen werde oder was ich genau heute schaffen werde, weiß ich nicht. Ich denke, ich gehe einfach mal hin und fange einfach mal an und gucke, wie viel ich dann davon in ein Video reinschmeiße. Als erstes werde ich jetzt die Einspritzdüsen einbauen. Die Einspritzdüsen, die habe ich hier vorne liegen, das sind von SPS 700cc Einspritzdüsen. Ich fahre in dem anderen MX-5 fahre ich auch 700cc Einspritzdüsen und die sollten für ungefähr 200, 220 am Rad PS. Dafür sollen die ohne Probleme reichen. Ich glaube ungefähr bei der Leistung braucht man so, ich glaube 400cc Einspritzdüsen. Deswegen mit 700cc Einspritzdüsen, da bin ich sehr gut aufgestellt. Da kann ich hingehen und den Motor auch irgendwann mal bauen, wenn ich es möchte. Und dann habe ich da auf jeden Fall genug Sprit. Ich würde sagen, damit fange ich jetzt erstmal an und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die eingebaut habe. Einspritzdüsen sind jetzt drin. Falls ihr genau wissen wollt, wie ihr die Einspritzdüsen einbaut, da habe ich ein Video drüber gemacht oder kommt ein Video noch drüber in den nächsten Wochen oder Monaten. Ich weiß nicht genau, wann es kommen wird. Ja, das Video wird jetzt hier oben irgendwo eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung gibt es auch noch einen Link zur Playlist bzw. zu dem einzelnen Video, wie ihr die Einspritzdüsen einbaut. Auf jeden Fall, die sind jetzt alle eingebaut, sind alle dicht und jetzt gehe ich hin und werde mit der Ladedruckverrohrung anfangen. Im Prinzip, was ich dafür machen muss, ist einmal Frontstange abnehmen und dann hier vorne einmal alles abnehmen. Hier einmal den Luftmassenmesser, die ganze Verrohrung vorne, das werde ich einmal alles rausreißen. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal Wasser ablasse und mir ein bisschen mehr Platz schaffe, weiß ich noch nicht. Und dann werde ich Frontstange abnehmen und dann muss ich hier vorne nochmal eben ganz kurz gucken, wie ich das mache mit dem Ölkühler. Der Ölkühler wird dann ja vor den Ladeluftkühler kommen. Da muss ich mir noch ein bisschen was bauen. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal anfangen, Frontstange abzunehmen und dann alles rauszuschmeißen, was man nicht für Boost braucht, sozusagen. Das mache ich mal eben und dann werde ich gleich nochmal gucken, wie ich das da unten alles festmache. Thank you.
So, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, der Ölkühler und der Ladeluftkühler, die hängen jetzt. Ich habe mir jetzt eine eigene Halterung dafür gebaut, weil das so, wie das eigentlich mit dem Kraken MX-5, ja, Kit, wo das eigentlich hinkommen sollte, das hat jetzt für mich nicht so gut gepasst. Normalerweise kann man hier vorne sehen, hier hat man so eine Halterung, oder hier waren so eine Halterung, die habe ich jetzt abgemacht, weil ich muss hier einmal an der Servoleitung und hier vorne an der Ölleitung vorbei. Die habe ich einmal abgemacht. Normalerweise kommt der Ladeluftkühler hier vorne hin, wo die Abstellparken hinkommen. Ja, finde ich den Look auch nicht so ultra geil, wenn der Ladeluftkühler hier direkt vorne ist und dann wäre der im Prinzip da vorne direkt vor der Öffnung. Ist natürlich für performancemäßig ist das ganz geil, weil kriegst du direkt kalte Luft, aber ja, vom Look her finde ich das nicht so geil. Und ich fahre jetzt ja auch den Ölkühler, so kann ich halt eine Halterung bauen, wo ich halt den Ladeluftkühler und den Ölkühler direkt dran machen konnte. Und was ich höchstwahrscheinlich im Endeffekt auch noch machen werde, ist, ich hatte ja schon mal hier vorne mit Problemen mit dem Servoöl, dass das überkocht ist. Dann werde ich höchstwahrscheinlich auf die Platte hier oben, werde ich nochmal einen kleinen Servokühler drauf schmeißen, dass das von da vorne hier unten da so lang geht. Und dann habe ich hier so einen schönen Servokühler, der dann das Servoöl auch noch kühlt. Ich habe jetzt den Ladeluftkühler nach hinten gepackt und den Ölkühler nach vorne gepackt. Natürlich ist das für performancemäßig ist das nicht so ultra geil für den Ladeluftkühler jetzt. Aber da das ein Driftauto ist und ich eher auf ja, die Ölkühlung gehe, beziehungsweise eher das Öl gekühlt haben möchte, ist das relativ, ja nicht egal, aber habe ich das jetzt so gemacht, dass ich erst den Ölkühler gemacht habe und dann den Ladeluftkühler. Ladeluftkühler wird natürlich hier auch noch vernünftig ja, angeströmt von Luft und noch vernünftig gekühlt. Und hier durch den Ölkühler kommt natürlich auch noch ein bisschen Luft durch. Also es wird noch gut gekühlt. Ich habe es ja beim anderen MX-5 habe ich es ja genauso gemacht und da hat das auch ohne Probleme geklappt. Was ich jetzt noch machen muss, ist einmal diese Ölleitung, die muss ich nochmal neu machen, weil der Ölkühler ist jetzt einmal nach vorne gekommen und einmal nach unten gekommen. Deswegen die Leitung muss ich noch neu machen. Die Leitung hier, die passt von der Länge, deswegen das noch eben neu machen. Und jetzt als nächstes wird auch noch hingegangen und ich habe hier vorne habe ich auch schon mal alles rausgenommen. Und hier wird jetzt einmal die Ladedruckverrohrung verlegt. Hier sind schon ein paar Teile davon. Ich habe das alles schon mal nachgeguckt, wie ich das alles verlegen muss, beziehungsweise ob das Ganze auch passt. Dieses, was im Prinzip so hier vorne unten drunter hinkommt, so ungefähr. Das muss ich einmal anpassen, weil natürlich mit dem Kit, da hat der Hersteller sich natürlich gedacht, der Ladeluftkühler kommt nach vorne und deswegen ist das hier unten ein bisschen länger. Da muss ich dann hingehen, muss es einmal ein bisschen abschneiden und dann passt das auch. Deswegen muss ich das ganze Kit so ein bisschen anpassen, dass es vernünftig passt. Hier unten muss ich auch nochmal gucken, wo ich da lang gehe, weil hier ist relativ wenig Platz und ich wollte jetzt nicht auch unbedingt so ultra tief gehen, sprich ich wollte jetzt nicht hier unten drunter hergehen, weil dann könnte das ganz gut sein, dass ich ja auch mal aufsetze, weil der MX-5 kommt dann tief und wenn das Rohr hier unten lang geht, will ich nicht unbedingt, dass das Rohr irgendwo aufsitzt. Ich habe die Halterung jetzt auch übrigens so gemacht, dass sie ungefähr dieselbe Höhe hat wie der Wasserkühler, sprich das sollte wohl reichen. Ja, wie gesagt, im Prinzip werde ich jetzt hingehen, die Ladedruckrohrung einmal bearbeiten, einmal fertig machen, so dass ich das Ganze schon fertig habe und dann im Prinzip hier oben den Krümmer abnehmen kann und Turbo drauf schmeißen kann und dann direkt den Turbo an die Ladedruckverrohrung dran schmeißen kann und das Ganze dann vollendet habe. Gut, das Ganze, das werde ich jetzt zusammenbauen und soweit bearbeiten, dass das Ganze dann passt und dann sehen wir am Ende das Endergebnis, wie ich dann die Ladedruckverrohrung verlegt habe und ja, das mache ich jetzt eben. So, kleines Update. Ich bin jetzt hier vorne schon mal hingegangen und habe auf der linken Seite die Ladeluftverrohrung relativ gut fertig gemacht. Ja, so sieht es im Endeffekt hier oben aus. Hier vorne der Schlauch muss noch da unten mit rein, aber das habe ich noch nicht reingetan, weil ist jetzt erstmal unwichtig für das, was ich gerade mache. Normalerweise setzt man hier ein Schubumventil rein, was dann zum Turbo geht, oder halt ein Blower-Ventil, was halt in die Atmosphäre rausbläst, sag ich jetzt mal. Aber ich möchte das alles geschlossen haben, damit das Ganze schön über einen Verdichter abgebaut wird und ich das schöne Turboflattern kriege. Gut, das hier ist jetzt dran und ich muss hier unten das Alurohr so ein bisschen ja, bearbeiten, sage ich jetzt mal. Aber das passt jetzt so sehr, sehr gut. Hier hat man überall komplett Platz, genauso wie hier oben. Da hat man ganz gut Platz. Hier unten geht das ein bisschen am Stabi dran, aber ich werde, denke ich mal, sowieso kein Stabi mehr fahren. Deswegen, der kommt sowieso noch ab. Dann habe ich da ein bisschen mehr Platz, aber so
ist es erstmal am Stabi angelehnt und Hauptsache hier vorne nicht in die Rolle rein. Ich musste den ein bisschen einkürzen, weil ich hatte halt den Ladeluftkühler jetzt ein bisschen nach hinten gesetzt, also nach da hinten hingesetzt. Deswegen musste ich den so ungefähr 9 cm einkürzen, damit das jetzt vernünftig passt. Hier auf der rechten Seite habe ich jetzt noch nichts dran, denn ich muss erstmal hingehen und den Turbo hier einbauen, damit ich ganz genau weiß, wo ich die Ladedruckverrohrung langführen kann. Weil so kann ich jetzt im Prinzip nur schätzen, wo es lang gehen kann. Ich denke mal, dass es da unten irgendwo hingeht. Hier habe ich auch schon mal von dem Wasserkühler den Schlauch abgemacht, weil der auch ein bisschen im Weg hängt. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das Ganze mache und wie das am besten passt. Auf jeden Fall, hier muss ich jetzt erstmal den Krümmer abbauen und dann kommt mir der Turbo drauf von dem anderen MX-5. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn da der Turbo hängt und ich das Ganze ein bisschen besser abpassen kann. Wie ihr gesehen habt, der Krümmer ist jetzt endlich ab. War ja ein Riesenkampf, den abzukriegen. Ich habe natürlich das erste, was ich gemacht habe, ist hier einmal vom Kopf ein Gewinde kaputt gemacht. Ist ja ein bisschen doof gelaufen, weil der Stehbolzen war fest, sage ich jetzt mal. Schraube vom Stehbolzen oder Mutter vom Stehbolzen wollte sich gar nicht lösen. Und dann habe ich halt den Stehbolzen da rausgedreht. Ich bin natürlich dumm gewesen und habe einen Schlagschrauber benutzt, was man halt nicht benutzen sollte bei sowas, weil ist halt ein Alukopf und eine Stahlschraube. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich habe jetzt noch so 3-4 Gewindegänge drin, die ich noch nehmen kann. Gucken, ob ich da mit einem Gewindeschneider das mal kurz nachschneide und dass ich da dann ein paar Gewindegänge habe, wo ich dann nochmal einen Stehbolzen wieder reinschmeißen kann. Ansonsten werde ich das aufbohren und da einen Helikoil reinsetzen. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde einmal von dem anderen Motor den Turbo holen oder erstmal den Turbo anmachen, dann den Turbo hier hinholen, hier den Krümmer drauf schmeißen, beziehungsweise bevor ich den Krümmer drauf schmeiße, werde ich davor noch das Gewinde einmal wieder fertig machen. Wie gesagt, entweder mit Helicoil oder ich kann das nachschneiden und dann Stehbolzen einsetzen. Ich will hoffen, ich kann das einfach nachschneiden, beziehungsweise die Gewindegänge, die da hinten drin sind oder die noch da sind, ja, so ein bisschen sauber machen, weil ich glaube, da ist jetzt so ein bisschen Späne drin von dem, was da rausgerissen ist. Ist nicht die beste Möglichkeit oder ist nicht das Schönste, was man machen kann, aber ist halt die beste Möglichkeit, die ich gerade habe. Ansonsten müsste ich halt den Kopf abnehmen und den dann neu machen oder halt ersetzen. Und darauf habe ich persönlich gar keine Lust. Deswegen werde ich das machen. Dann werde ich den Krümmer draufsetzen, den Turbo draufsetzen und dann noch die Downpipe montieren. Und dann kann ich endlich hier unten weitermachen mit der Verrohrung von dem Ladeluftkühler. Ja, das werde ich jetzt machen und das werdet ihr jetzt sehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das alles dran ist und ich die Laderückführung weitermachen kann. So, wie ihr gerade gesehen habt, der Turbo hängt jetzt endlich. Hier vorne, das Gewinde konnte ich auch einfach nachschneiden, so dass der Stehbolzen dann auch genug Gewinde hatte, damit der fest ist. Und der Turbo hängt jetzt erstmal. Ich habe den jetzt noch nicht komplett festgemacht. Sprich, hier vorne haben wir zwei Schrauben drin und hier habe ich nur eine Mutter drin. Oder eine Mutter dran. Einfach aus dem Grund, weil ich wollte jetzt einfach nur mal ganz kurz gucken oder mal ganz kurz Test fitten, wie das einmal hier unten mit der Ladedruckverrohrung passt. Ich habe den auch noch nicht ganz komplett festgemacht, weil ich natürlich noch nachgucken muss oder beziehungsweise weil ich natürlich noch die Wasserleitung machen muss. Einmal für Wasser rein und Wasser raus, also für die Kühlung vom Turbo. Und ich muss auch noch den Öldrain machen und den Ölzulauf. Das muss ich auch noch alles anpassen und die Leitung für machen. Für den Ölzulauf habe ich die Leitung schon. Das ist einfach eine ganz normale Leitung, die ich bei SPS gekauft habe. Aber für den Öldrain, genauso wie für Ölrücklauf und Zulauf vom Wasser und Rücklauf von Wasser, die Leitung werde ich selber machen. Und dafür muss ich den Turbo halt immer wieder ab und dran machen, damit ich halt vernünftig gucken kann, wie das alles passt. Aber an sich, der hängt jetzt erstmal und hier unten kann ich einmal zeigen, so ist die Verrohrung jetzt. Hier geht die Verrohrung hoch, da hinten geht dann das Silikonrohr und dann geht es da hoch zum Turbo.
Da oben habe ich auch schon mal eine Schelle drauf, weil wenn ich hier unten das Testfitte und den hier und sowas die ganze Zeit rein und raus stecke, dann fällt mir das die ganze Zeit ab und das ist ultra nervig gewesen. Mit dem Kit, das ganze Ding sollte ja jetzt eigentlich hier vorne sitzen, was ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, also der Ladeluftkühler sollte eigentlich hier vorne sitzen. Das Kit passt auch so, wenn man den Ladeluftkühler hier hinten macht. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Wenn ich das jetzt so hochhalte, der Radius ist ein bisschen eng für diesen Silikonschlauch, aber ich denke mal, ich fahre halt so 0,7, 0,8 Bar. Ich denke, da sollte das jetzt erstmal nicht das große Problem sein. Wenn ich dann irgendwann mal größeren Turbo drauf schmeiße oder nicht einen größeren Turbo, einfach mehr Bar fahre, dann muss ich hier nochmal das Alurohr ein bisschen anders machen. Aber das hat erstmal Zeit, das lasse ich jetzt erstmal so, sollte eigentlich so funktionieren, ohne Probleme. Ansonsten muss ich das nochmal neu machen. So, ich könnte mir natürlich auch einen anderen 90 Grad Silikonschlauch holen, aber ich denke mal, das funktioniert erstmal so. Ich werde es erstmal so ausprobieren. Was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe hier vorhin einmal die Wasserschläuche abgenommen, denn ich werde hingehen und in dem Drift MX-5 werde ich keinen Wärmetauscher fahren. Hat einfach den Grund, weil den Wärmetauscher werde ich in dem anderen Straßen MX-5 benutzen. Weil der ist voll mit Rauch und also die ganze Lüftung und sowas ist voll mit Rauch und sowas. Deswegen werde ich im Prinzip alles, was hier in dem MX-5 ist, von Armaturenbrett mit alles, was hier unten halt ist, werde ich dann swappen zu Wärmetauscher, kommt dann in den anderen MX-5, in den Straßen MX-5 und dann werde ich hier vorne einfach hingehen und hier eine Leitung drauf schmeißen, die dann hier vorne hingeht, sprich einmal so rum. Normalerweise geht das ja von hier hinten da rein und von da dann hier rein, sprich einmal durch den Wärmetauscher. Ich mache das dann einmal so und dann werde ich noch in den MX-5 werde ich dann noch so eine kleine Lüftung einbauen, dass ich hier vorne einfach so ein kleines Duckding hinmache, dass ich halt trotzdem noch die Scheibe frei haben kann, falls es doch mal beschlägt. Das werde ich dann aber irgendwie elektrisch machen mit so einem Lüfter, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, das ganze Armaturenbrett mit allem, was da drum und dran ist, das werde ich auch noch tauschen in den Straßen MX-5 rein. Und ich habe mit dem Armaturenbrett habe ich auch noch ein paar kleine Sachen, die ich damit noch machen möchte. Deswegen, da will ich nicht das gute Armaturenbrett für nutzen, da will ich das andere Armaturenbrett für nutzen, aus dem verbrannten MX-5, einfach weil das halt sowieso schon nicht mehr so mega geil ist. Deswegen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das wollte ich erst gucken mit der Downpipe, wie das alles passt. Da muss ich jetzt nur noch einen guten Weg finden, wie ich das halt von da nach dahin hinkriege, ohne dass das alles zu zerknickt und dass halt die Leitung auf der Downpipe drauf liegt. Weil ich glaube, das wird heiß. Das wird aber jetzt noch nicht gemacht, weil dafür muss ich jetzt erstmal die Downpipe drin haben, damit ich halt gucken kann, wie ich das Ganze routen kann. Ansonsten schmeiße ich das da irgendwie hin und das passt da nicht. Und dann habe ich halt ein bisschen Schlauch verbraucht, was halt unnötig ist. Gut. Aber so viel dazu. Ja, hier vorne habe ich ja schon gezeigt. Das hier ist jetzt auch alles dran. Und was ich jetzt auch noch gemacht habe, ist, ich habe einmal den Ölkühler wieder eingebaut. Sprich, die Leitung habe ich eben neu gemacht. Jetzt muss ich nur noch hingehen und hier vorne einmal den Öltemperatursensor nochmal ersetzen. Weil den habe ich schön abgerissen. Aber das war schon vor längerer Zeit. Und damit ist jetzt erstmal die erste Phase, sage ich jetzt mal, gemacht. Turbo hängt, Ladeluftkühler, Ölkühler hängt und die Laddruckverrohrung ist schon mal soweit komplett fertig, so dass es auf jeden Fall bei mir passt. Hier vorne habe ich ja gesagt, hier werde ich einfach kein Schubumventil fahren, weil ich halt Turboflattern haben möchte, weil es einfach cool ist. Und ich sag mal so, ich habe jetzt auf den Turbo ungefähr 10.000, 15.000 Kilometer drauf, ohne Schubumventil und Daily fahren. Deswegen, das sollte nicht das Problem sein, dass der da irgendwie hops geht. Ja, dann würde ich sagen, das war es jetzt erstmal für den ersten Teil des Umbaus. Turbo ist drauf, Ladedruckverrohrung ist fertig, Ölkühler ist fertig und damit ist schon mal ein gutes Stück gemacht. Im nächsten Video werde ich dann hingehen, Downpipe einbauen, genauso wie Catchcan, Einspritzdüsen habe ich ja schon in diesem Video gemacht, Steuergerät und so weiter und so fort, halt alles, was ich für den Turbo-Umbau brauche. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich mir einen Servokühler hole, weil den Servokühler kann ich dann hier vorne schön drauf schmeißen, hier oben. Und dann so ein Rundfilter, keine Ahnung, wie die genau heißen. Aber das ist dann so ein runder Filter mit Kühlrippen. Vielleicht habe ich den noch hier drauf, weil dann habe ich die perfekte Kühlung für das Servoöl, was mir schon mal übergeflossen ist. Aber das werde ich alles im nächsten Video herausfinden und machen, wenn ich das überhaupt mache. Dann würde ich jetzt erstmal für dieses Video sagen,
Wenn es dir gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen hoch geben und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.